Es ist vor allem die Gesellschaft anderer, die Menschen im Alter fehlt. Außerdem gestalten sich die Mahlzeiten nicht immer so leicht wie früher. Häufig sind die Senioren und Seniorinnen alleine im Haushalt. Was kocht man da schon Großartiges? Und gesund ist es auch nicht immer unbedingt. Möglichst keinen großen Aufwand für einen allein. Genau diesem Gedanken möchte das Kommunalunternehmen Würzburg entgegenwirken und hat den Mittagstisch für Senioren ins Leben gerufen. Wir haben das seniorenpolitische Gesamtkonzept und da steht dann so ganz nüchtern drin, man muss was für die Essensversorgung tun. Ja, was wollen wir da machen in so einem Flächenlandkreis mit 52 Gemeinden? Und dann haben wir gedacht, beziehen wir doch die Gastwirtschaft mit ein. Die haben ja ihr Angebot. Und dann war die Idee eigentlich schon geboren. Gastronomen fragen, machen sie mit. Seniorenfreundliches Essen zu einem bezahlbaren Preis. Ja, und schon war es geboren. Doch nicht nur das Kommunalunternehmen Würzburg begeisterte sich sofort für das Projekt, sondern auch der Landkreis. Ich halte viel von dem Konzept, weil es eine geniale Idee ist. Wissen Sie, wir Menschen haben alle irgendwann mal Hunger, ob wir Kinder sind, Mittelalter, Erwachsene. Und wir sind es gewohnt, dass zu Hause die Mama kocht. Solange das funktioniert, ist es alles toll. Aber irgendwann kommt die Zeit, da ist es so nicht mehr gegeben. Wir kommen ins Alter, wir sind oftmals auch allein. Und die Menschen haben trotzdem Hunger. Seit dem 8. Januar wird der Mittagstisch für Senioren umgesetzt. In 11 verschiedenen Gaststätten. Von Taubarettersheim bis nach Kürnach. Der Mittagstisch für Senioren ist bayernweit ein einmaliges Projekt und kommt gut an bei den Rentnerinnen und Rentnern. Finde ich super, man kommt einmal raus, weil es sind viele einzelstehende Personen und die freuen sich, wenn sie mal rauskommen. Ich habe auch Kollegen, die sind in Güntersleben, aber ehemalige Arbeitskollegen, die gehen in den Korkenzieher, also die sind sehr zufrieden. Auch preislich, es passt alles. Dem Konzept können sich natürlich noch mehr Gastronomiebetriebe anschließen. Das würde den Seniorinnen und Senioren viel bedeuten. Just take